für Splatoon! Okay. Und damit willkommen zurück zu Random Wii U Gaming. Okay. Okay. Ja. Und ich bin gerade gut gelaunt und wir spielen eine schöne Runde Splatoon. Oh, ein Update. Verbesserung des Spielgeschehens, huhu. Und wie immer, ich habe dieses Spiel ewig nicht gespielt. Ihr könnt keine Skill erwarten. Ich glaube, meine bevorzugte Waffe war der Feindisperser. Und ich nehme das an, wie immer an dem Tag auf, an dem es auch kommt. Kennt man ja so von mir. Und ja. Achso, nein, ich war ein Noob-Waffenspieler, genau so war es. Das geht doch nicht. Und dementsprechend habe ich die Nintendo Switch-Ankündigung schon gesehen. Und das könnte der Grund sein, warum ich so gut gelaunt bin. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall. Könnte auch sein, weil einfach Wochenende ist. Und natürlich spielen wir Rangkampf. Und ja, wie gesagt, die Nintendo Switch. Angekündigt wurde sie ja schon vor einer Weile. Aber die ist nun endlich so ein bisschen real. Also, es wurde einiges confirmed. Der Capture-Button an der Nintendo Switch gefällt mir super gut, weil ich einfach damit Top-Qualität bieten kann, logischerweise. Weil bei meiner Box habe ich ja nur die Hälfte der Frames und hätte höchstwahrscheinlich auch Verlust an Auflösung, was mir nicht gefallen würde. Oh Gott, die Steuerung. Ja, gut, ich kann sie noch. Kann ich sie noch? Ja, okay. Zum Thema. Passendstes Thema von allem, was sie angekündigt haben, ist ganz klar Splatoon 2. Und es gefällt mir so gut. Das Spiel sieht so schön aus, Leute. Ich freue mich da total drauf. Ach, wir spielen Herrschaft, ich Trottel. Ja, ich habe mein Inferno gecharged, natürlich. Oh, Tom. Gedöns. Lel. Ich bin so ein Faggot. Wow, okay, wir werden jeden Moment sterben, aber ich mache noch so viel Druck wie möglich. Komm, nimm ihn mit! Habe ich einen Kill geholt? Nope. Schade. Schade. Und mein Gamepad ist richtig am eskalieren, Guys. Der Gegner firbt. Okay. Gefällt mir aber nicht so. Du? Warum firbt denn der Gegner? Darf der das? Oh, ich bin so ein Trottel. Ja, Entschuldigung an mein Team. Ich kann nix. Aber das wissen wir ja nicht erst seit jetzt, dass ich nicht der beste Nintendo-Gamer bin. In Pokémon bin ich nicht schlecht, aber ansonsten... Ja. Egal, wir haben trotzdem Spaß mit mir. Ich bin cool. Nein! Okay. Ganz klare Ansagen. Na, jetzt ohne Scheiß, wir lassen uns doch von so ein bisschen fehlenden Skill nicht den Spaß ruinieren! Hier haben wir sogar noch Jirbowl mitgenommen. Jedenfalls hat man schon gesehen neue Maps. Man hat neue Waffen gesehen, neue hier Charge Attacks. Man hat neue Sekundärwaffen gesehen. Man hat quasi alles neu gesehen. Außer neue Modi, die hat man tatsächlich noch nicht gesehen. Wo ich mir so denke, what? Man hat quasi alles neu. Alles, was das Spiel noch nicht mal neu braucht, weil es per DLC derartig, also DLC war es ja noch nicht mal, per Gratis-Update so viel bekommen habe. Aber mal neue Maps und, also neue Maps gab es ja auch, aber neue Modi braucht es nicht. Ich glaube, ich sollte hier lieber aggressiv Druck machen. Ja, ich glaube, das war gut. Ach fuck, den Sniper hätte ich unter Druck setzen müssen. Ich glaube, das wäre der bessere Play gewesen. Schade. Ich dachte, ich hätte mit diesem aggressiven Play meinem Team auf jeden Fall eine Menge Entlastung bringen können. Das war so mein Plan. Um einfach den Turm nach vorne zu treiben. Aber der Sniper hat zu sehr rasiert. Ich habe Angst vor Dispersern. Weil Disperser sehr stark sind. Im Normalfall.
Hey komm, das Inferno war echt gut geschossen. Könnt ihr nichts sagen. Ich glaube, ich komme langsam wieder rein, Guys. Nebenbei versuche ich in diesem Video möglichst viel über die Nintendo Switch zu reden, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Auch wertvoll finde ich das neue Super Mario. Ich finde diese Odyssee, also dieses Weltreisengedöns, eine extrem nice Idee. Und so eine Runde geht echt lange, intensiv, Leute. Fuck, nicht einsetzbar. Ich noob, ich hätte einfach draufballern müssen. Aber nein. Jedenfalls, der Grafikstil gefällt mir gut. Gerade dieser Real-Life-Teil. Und für alle Kritiker haben sie es gut gelöst, dass sie nicht nur Real-Life-Style machen. Oh, den Disperser Noob-Kill. Ah, alles klar. Ich wollte gerade sagen, den Disperser Noob-Killen will einfach mal, und dann war der Team-Support da. Und ich hoffe, ich hoffe einfach, die aktiven Splatoon-Spieler haben gerade keine Schmerzen, während sie das sehen. Ich entschuldige mich schon mal. Auch wenn das noch der erste Kampf ist. Kampf? Sagt man das so? Oder ist das zu brutal für ein Nintendo-Spiel? Drecks-Sniper immer. Okay, jetzt brauchen wir ein God-like Comeback. Aber das schaffen wir, Guys. Wir schaffen das. Wo ist der Turm? Dammit, wo ist der Turm? Komm, ich hol mir den Sniper. Oder wäre einfach vom Disperser gekillt. Ey, komm, Guys, rasiert, rasiert, go! Rasiert! Ach, Manu. Ich hätte schon ganz gern den Gegner rasiert. Aber ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob das einfach nur am Englischen lag, aber good guys, bad guys. Geile Beziehung. Wow, ich war gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Na komm, wir spielen jetzt mal keine Noob-Waffe. Auch wenn es angebracht wäre, weil wir Noobs sind. Ach komm, wir gehen jetzt mal mit einem Kentoxa-Roller in den Standardkampf. Das heißt nicht Kentoxa-Roller, oder? Das heißt nie im Leben Kentoxa-Roller. Könnt ihr Medusa-Klecks-Roller? Nö, bei mir ist das ein Kentoxa-Roller. Nein! Damit haben wir die Pokémon-Erwähnung in jedem Part auch abgehakt. Check. Dann, ja, was hat man groß gesehen in dem Trailer? Man hat ein paar schöne Easter Eggs, Anspielungen an Donkey Kong und Splatoon gesehen in der City. Man hat dieses neue Feature mit der Mütze gesehen. Und ansonsten hat man halt gesehen, dass es ein wunderbares 3D Mario Game ist. Wo ich lachen musste, ist der Hammerbruder mit dieser Hammerbruder, Alter, der Hammerbruder. Der Hammerbruder mit der 3D Mütze. 3D-Mütze? Was laber ich mit der Kochmütze? Ach Gott, immer diese Roller. Nur Noobs spielen Roller. Na gut. Ich bin ja auch ein Noob in diesem Spiel. Weil das eigentlich nicht stimmt. Noob heißt ja übersetzt Anfänger. Und da ich das Spiel schon gespielt habe, kann man mich ja wohl kaum als Anfänger betiteln. Ich spiele halt nur wie einer. Okay. Das Charm-Gedöns haben wir. Ich finde schade, dass man die alten Maps nicht spielen kann, sondern nur die redesignten. Oh Gott, jetzt kommt gleich der Medusa-Mod. Braucht er gar nicht. Braucht er gar nicht. Oh, er hat gar keinen Medusa-Mod. Der Miguel Pablo. Ich meine natürlich der Pablo. Ach schade, ich wollte gerade mit der Noob-Taktik kommen. Alles was zieht, sind Noob-Taktiken. Komm, einfärben, einfärben, einfärben. Oh shit, da war jemand. Rette sich, wer kann. Da war jemand. Wir sneaken uns mal an. Zumindest wenn wir es schaffen. Bam. Oh, ich habe ihn mitgenommen. In einer Situation, die ich hätte dominieren müssen, aber... Ja, ihr kennt mich. Also wer sich in Random Wii U Gaming
Skill erhofft hat, der soll bitte gehen. Also, da ist die Tür, auch wenn ihr nichts seht. Wenn ihr euch Skill erhofft habt, dann geht bitte jetzt. Vielleicht ein paar gute Plays, weil ich die Spiele ja alle mal gespielt habe. Geil! Wie schlecht das war! Wie gnadenlos schlecht das war! Ich hab gecallt, was der Gegner macht. Ich wusste, dass er kommt. Und ich hab verloren. Fuck, ich wurde detected. Oh, Rage Mode. Komm, wir rücken vor. Komm, wir rücken zu zweit vor, Bro. Bro, ich supporte dich. Schöner Support meinerseits. Definitiv. Komm, wir campen hier jetzt. Ich hoffe, wir werden nicht hier gescoutet. Okay, jetzt machen wir Pressure. Campen ist hier gerade der falsche Play, weil wir Powerplay haben durch das Item. Woo! Alter! Guys, egal was ihr sagt, so scheiße spiele ich nicht. Na komm her, Junge! Okay, der hat mich rasiert, aber was passiert? Mit der N-Zap. Ist okay. Ich finde, wir haben gegen Ende ganz gut gespielt. Wir haben ja auch gewonnen, tatsächlich. Hätte ich mir nicht zugetraut, in diesem Part überhaupt was zu gewinnen. Entschuldigung schon mal an all meine Teammates. Ich werde euch allen einen persönlichen Entschuldigungsbrief schreiben, insofern ihr mir eure Adresse schickt. Wow, ich habe sogar positive KD als einziger. Also, ach so, weil einer von ihnen die Seed ist. Hätte natürlich auch so gewonnen, ist ja klar. Ja, was ich aber am coolsten fand von allem, war ARMS. Dieses neue Spiel da, was echt komisch aussieht auf jeden Fall. Und den Trailer fand ich auch echt beschissen. Aber ich finde dieses Gameplay so geil. Mit diesen kleinen Controllern. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich habe Angst wegen Copyright Claims und so, deswegen möchte ich hier nicht großartig was einblenden. Und ja, da, dass man halt da sozusagen seinen Charakter steuert, indem man die Arme selbst steuert. Das ist so cool. Ich meine, klar, man hat sowas mit der Wiimote, aber mit der Wiimote war das scheiße, weil die groß war und unhandlich und die Bewegungssteuerung nicht funktioniert hat. Aber wenn das jetzt ordentlich funktioniert, ist das cool. Und auch 1-2 Switch ist nicht so beschissen, wie man im ersten Moment denkt. Klar, 1-2 Switch wird kein Vollpreistitel sein, den man irgendwie tragbar sich kaufen kann, aber es wird ein Titel sein, wenn der relativ günstig angeboten wird. Da kann man sich den echt gönnen. Oh Gott, das war ein Missplay. Verdammt, ich hätte hier so schön supporten können, aber jetzt habe ich meine Position gezeigt. Und wie ich einfach so rede, als hätte ich irgendeine taktische Ahnung von Splatoon. Aber nein, habe ich nicht, Guys. Denkt das nicht. Oh, lol. Komm, wir rücken gleich zusammen vor. Gegen so einen Pinsel-Dude. Komm her, Alter, komm her. Komm herunter. Sehr schön. Get wrecked, Alter. Oh, sehr schön. Der Lokalisator. Das ist immer praktisch. Oh. Ich setze hier mal so eine Sprungboje als Bait hin und verstecke mich hier in der Ecke. Kommt da jemand? Komm, mit zwei Sprungbojen werde ich ja wohl jemanden hierher baiten. Come on. Ach so, nee. Ich habe ein Teammate gelockt. Ist aber auch okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, ich sag jetzt oh fuck. Oh Gott.
Ich glaube, der Gag war so schlecht, dass noch nicht mal jemand verstanden hat. Oh Scheiße, da wurde ich, Alter, da wurde ich ja richtig geteam-comboed. Ich wurde ja direkt einen Bann wegen Teamplay, Alter, in Splatoon. Teamplay in Splatoon, das ist schon böse. Wir sehen uns dann vor Gericht. Also in Splatoon, einem Team-Ego-Shooter, zusammenzuarbeiten. Wir sehen uns vor Gericht, Alter. Ja, klar! Das klären wir vor Gericht. Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Wie ist der Pinsel an mir vorbeigekommen? Ich habe ihn schon gesehen, aber das ist sogar ein Kalligraf. Na dann. Geist, das wusste ich nicht, sonst hätte ich das natürlich. Na, das wäre das ja kein Problem gewesen für mich. Den besten Splatoon-Spieler ever. Oh komm, das war gar nicht so scheiße. Also klar, ich spiele nicht gut, aber schlecht nicht. Zurück zu diesem Fist, was ich total vergessen habe, drüber zu reden, wie mir eigentlich immer passiert. Ja, das ist ja total ein Fighting Game, wo man mehr oder weniger mittendrin steckt. Komm, färb noch was ein, Junge. Ah, ob das reicht? Ob das reicht? Meine kleine Sportart am Ende. Es könnte. Oh, das war close, aber wir haben es geschafft, guys. Und dann gehen wir jetzt nochmal in den Rangkampf. Alter. Wir haben aber auch Punkte geholt, wie Sau. Wir waren quasi nur am Einfärben, oder ist 1600 nicht viel? Es gibt doch auch diesen Siegbonus, ne? Na, was hat man noch gesehen? Ganz klar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Zelda-Noob. Ich habe es noch nie geschafft, ein Zelda-Spiel durchzuspielen. Ist so. Ich werde mir höchstwahrscheinlich auch The Legend of Zelda Breath of the Wild holen und es versuchen, aber ich denke nicht, dass ich es schaffen werde. Wenn, dann müsste ich es Let's Playen, um mich quasi zu motivieren, es ewig zu probieren, und wäre auf eure Hilfe angewiesen. Definitiv. Dann vielleicht, aber ich denke nicht, dass ich es schaffen würde. Was hat man noch so gesehen? Sonic. Will Sega uns verarschen? Dieses Sonic-Spiel. Und so wie ich Sega kenne, wird das ein Vollpreistitel. In 8-Bit, vielleicht 16, ich bin mir nicht sicher. Was quasi die Original-Level sind. Alles, was sie gemacht haben, 2-3 neue Level einführen. Gut, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es kam nicht so rüber, als wären das viele. Und einen neuen Move auf. Super, ich dachte schon, einer wäre AFK. Das hätte ich ja gefeiert. Alter, im Rangkampf. Ich weiß noch, wie ich damals, als Splatoon neu draus war, übelst Wert auf meinen Rang gelegt habe. Da habe ich mir gedacht, Alter, der hat die Seed einen im Rangkampf. Das geht ja mal gar nicht. Und ich färbe einfach alles im Turmkommando ein, damit ich meine Octopussy voll kriege. Zu mir, weiß doch nicht, was ihr bei mir wollt, aber zu mir, Leute, zu mir. Ich sollte vielleicht auch mehr mit der Map arbeiten. Turm in Gegnerhand, gefällt mir aber nicht so, du. Ich hätte gerne den Turm. Ach man, das war ein Ensep oder ein Feindisperser. Irgendwas mit kleinem Hitstern. Hitstern in Splatoon finde ich allgemein ziemlich stark. Und bitte sagt nicht, dass das jede Waffe hat. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Wenn es jede hat, dann zeigt das mal wieder, wie viel Ahnung ich von Splatoon habe. Wie viel Ahnung ich allgemein von all den Spielen habe, die ich hier mache. Aber darum soll es hier ja auch gar nicht gehen. Komm her. Alter, komm her. Komm her. Nein, ich hätte meinen Oktopus triggern sollen. Aber ich dachte, ich schaff's so. Hätte vielleicht auch mal einen Side-Move machen sollen. Richtig geile Side-Kicks und so zeigen. Nein, eigentlich nur zur Seite springen, aber Side-Kick hätte vielleicht auch geholfen. Wer spritzt hier hoch? Lol, der Pinsel lebt noch und ich lebe auch noch. Wie geht denn das?
Sprungboje hier drauf. Instant, Alter, instant. Ich glaube, ich bin so schlecht, dass ich unberechenbar bin. Und vor allem schäme ich mich nicht, Noob-Moves zu machen, weil ich ja, wie ihr schon gut gemerkt habt, nicht so gut in diesem Spiel bin. Aber das soll, wie gesagt, nicht Thema sein, ist aber aktuell Hauptthema dieses Videos. Ach man. Wie schafft Present LP das nur in Mario Kart 8 über seine Themen zu reden? Grüße gehen raus an Present, falls du das siehst. Wäre richtig cool, wenn du das siehst. Und ja, was haben wir noch so gesehen? Wir haben dieses lächerliche Sega gesehen. Da habe ich mir schon gedacht, ernsthaft Sega? Es ist das lächerliche Sega gesehen, das lächerliche Zelda gesehen. Und gib mir den Sniper, Alter, gib mir den Sniper. Ja, ich habe den Sniper bekommen. Das ist alles, was ich wollte. Und er hat eiskalten Barca-Shirt. Okay, ich habe nichts gegen Barca. Aber ich habe aktuell sowieso kaum Fußball geguckt. Wie einfach einer aus unserem Team hier campt und charged. Ich weiß nicht, ob das in Talent ist, Alter. Sehr schön, Team-Support, danke. Verdammt, ich wurde gesniped. Der alten Zielkonzentrator ist, glaube ich, gar nicht mal so bad. Komm, ich gönne euch dann einfach mal eine Runde, wie ich Sniper spiele. Ich. Der absolute Sniper-Spezialist. Ich war ja schon zu meinen Bestzeiten nicht gut mit der Sniper. Oh shit, das gibt es einen guten Score seitens unseres Gegners. Oder auch nicht. Ich wäre als Pinsel ehrlich gesagt auf den Turm gegangen und hätte versucht möglichst lange zu überleben. Der hätte locker einen 50er Score holen können. Und so umkämpft wie die Matches sind, maybe wegen mir. Ach du, mit deiner scheiß Reichweite, du. Denkst du, du bist cool mit deiner Reichweite? Wow, ich wurde einfach von hinten gekillt, wenn ich den Sniper holen wollte. Wie schade. Ich muss gerade überlegen, was haben wir noch Cooles erfahren? Datum, 3.3. Freue ich mich sehr drauf. Ist nämlich Splatoon. Ja, Splatoon kommt auch schon. Und ganz klar, Mario Kart 8 Deluxe. Alter, für die, die nicht genug von Mario Kart 8 haben können. Wie ich natürlich. Mann! Dieser Sniper 1v1 mich die ganze Zeit. Das ist mindestens so frustrierend, wie von einem Chancey 6-0 zu werden. Und niemand mag das. Ich sollte vielleicht eher auf den Turm gehen. Aber eigentlich hat er es gut gemacht. Er hat einfach ein Special voll gecharged, um uns dann zu stoppen. Damit hat er sich eigentlich den Sieg gesichert. Na, wie dem auch sei. Mario Kart 8 Deluxe. Was ist meine Meinung dazu? Wir haben auf jeden Fall neue Items gesehen. Einmal diesen Geist, der zurückkehrt. Finde ich cool. Ist definitiv ein Item, was nicht so stark ist. Eher was für die mittler bis gut platzierten. Und wow, wir hatten einen, der gar nicht gestorben ist die ganze Zeit. Muss doch gecampt haben. Also, das gefällt mir. Und ansonsten haben wir einen guten Battle Mode, Leute. Einen Battle Mode, der nicht auf Rennstrecken ist, sondern auf richtigen Battle-Strecken. Okay. Dieser Bambus-Sniper ist so beschissen, finde ich. Daran kann ich mich doch erinnern. Ich glaube, weil er nicht one-hitted oder so. Der normale Zielkonzentrator. Ich hätte eigentlich gern den alten Zielkonzentrator, du. Den hier. PDL startet übrigens bald. Glaube ich, wir arbeiten aktuell an den Tiers. Ich bin sehr gehypt, habe eine coole Strategie. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Aber wo ihr definitiv drauf gehypt seid, ist doch die Nintendo Switch und Mario Kart 8 Deluxe. Was hat man noch gesehen? Man hat die Splatoon-Karas gesehen. Man hat eine Splatoon-Battle-Map gesehen. Ich rechne auch mit einer Splatoon-Strecke. Hat man aber bis jetzt noch nichts von gesehen. Und man hat die Sprungfeder gesehen, mit der man über Gegner und Hindernisse drüber springen kann. Das halte ich definitiv für ein hochplatziertes Item. Und ist es nicht eigentlich so, dass so ein Buhu
auch super gut ist, um Items zu dodgen. Der Eimer will hier Team Support haben. Mal schauen. Stehe ich ja gut als Sniper? Nein! Oh Gott, ich weiß es überhaupt nicht. Was haben wir noch so gesehen? Ach so, ja genau. Als ob Sega uns nicht schon genug mit Sonic verarscht hat. Nein, wir mussten natürlich auch noch Tetris bekommen. Ich weiß nicht, wie viel es kosten wird, aber ich weiß, dass es zu viel kosten wird. Lol. Also, stopp den, Junge, stopp ihn! Was? Never, nein! Was? Krasse Sache. Wurden wir doch am Ende noch rasiert. Ich dachte wirklich, als wir kurz vor Ende... Alter, der eine 21 zu 4. Nicht 2 zu 4. Bei unser Team 1 zu 9 und so. Ah, das lief nicht gut. Einen Kampf machen wir noch. Einen Kampf machen wir noch. Ich will noch mal so eine Ganon spielen. Alter, Ganondorf Power. Das ist, glaube ich, die mit Reichweite. Finde ich cooler als mit hier Feuerrate. Auch wenn Feuerrate sehr mächtig ist. Ich finde die Reichweite unglaublich viable. Alle B+. Und ich gehöre eigentlich in Z-. Skill under 9000. Und ja, ich überlege gerade, ob ich irgendein erwähnenswertes, ach ja, ganz klar, Xenoblade und Fire Emblem. Fangen wir an mit Xenoblade Chronicles. Leute, musste so ein Comic-Style wirklich sein? Nein! Ich meine, an sich gut und schön. Okay, Tintfall haben wir. Habe ich super praktisch aufgestellt, auf jeden Fall. An sich gut und schön. Ich mag Spiele im Comic-Stil. Aber Xenoblade im Comic-Stil, passt das denn irgendwie? Ich denke nein. Ich baue jetzt mal einfach ein Tint-Wall auf und mache ein bisschen Druck. Hoch, 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 hoch. Sehr schön. Oh, der Tintfall war richtig schlecht gesetzt. Ich dachte, der liegt hier oben, wenn ich den so setze. Aber ich rasiere. Geist, ich rasiere. Ich baue ja mal eine Safety Wall hin. Ansonsten fange ich den Dude hier ab. Jetzt gehe ich hier drauf. Wenn jemand kommt, verwandle ich mich in einen Oktopus. Und dann haben wir eigentlich gewonnen. Ja. Was wollen sie tun? Easy!
Da können wir sogar noch eine Runde machen. Weil ich konnte auch überhaupt nicht über diese beiden Spiele reden. Fangen wir erst mit Fire Emblem an. Was war denn das für ein Trailer? Man hat ja gar nichts gesehen. Ich weiß ja nicht. Oh, ich glaube, das war tatsächlich sogar meine Leistung. What the fuck? Aber was sollte denn der Trailer? Man hat gar nichts gesehen in dem Trailer. Okay, damit versuchen wir nochmal zu Beginn eines Kampfes über Xenoblade Chronicles zu reden. Und wie gesagt, ich finde diesen realistischen Stil für ein Spiel wie Xenoblade Chronicles tausendmal besser als den Comic-Stil, den sie gewählt haben. So Comic-Cartoon-mäßig ist wunderbar für Spiele. Ich mag echt gerade von Nintendo, das passt super gut. Auch Splatoon geht ja so ein bisschen in die Richtung. Breath of the Wild hat was davon. Wind Waker, bestes Beispiel. Alles Spiele, die sehen grafisch schön aus. Und es ist auch echt schön, so ein Cartoon-Stil. Aber doch bitte nicht auf so einem postapokalyptischen Spiel wie Xenoblade Chronicles. Ich meine, das geht doch nicht. Okay. ich denke, dass das Spiel wirklich super gut wird. Aber es wird einfach an so vielen Stellen diese dramatische Atmosphäre einfach an den Grafikstil verlieren. Und ich weiß nicht, warum die sich dazu entschieden haben, ob das einfacher zu programmieren ist und sie Zeit sparen wollten, um es zu Release rauszukriegen. Oder ob irgendjemand meinte, dass sie sonst kein FSK 12 durchkriegen. Oder was weiß ich. Ich kann es nicht richtig nachvollziehen. Mir wäre ein realistischer Stil oder halt so in Richtung wie beim ersten Xenoblade Chronicles so viel lieber gewesen. Und dann haben wir als letztes, ansonsten hat man ja nicht so viel im Trailer gesehen. Ich kenne mich mit den Genres auch hochfalls auch nicht so sehr aus. Ich habe zwar Xenoblade Chronicles lange gespielt, aber nicht sehr effizient, bin damit nicht durch. Und weiß nicht, ob sie da irgendwas angeteasert haben. Hab mir die Trailer auch alle bloß ein, zwei Mal angeschaut. Damit hat er mich gut in eine Falle gelockt, aber ich bin natürlich guter. Mein Freund, ich bin guter als du. Turmkehr zurück, du. But it's okay. Ach man, hätte ich den gekriegt, hätte ich locker schon mal einen druckaufbauenden Score holen können, aber den kriegen sie jetzt. Weil so ein 60er Score, der ist schon, der baut Druck auf, weil man muss dann kommen und der Gegner kann sich hinten reinstellen und einfach darauf warten, wann die Situation kommt. Mit so einem 90er Score geht das nicht. Auch wenn der Gegner hier trotzdem hinten liegt. Da kann der Gegner trotzdem defensiv spielen, strategisch in der Linie vorrücken. Keine Ahnung, wie das bei Splatoon ist. Aber ich finde so ein 60er Score auf der Map schon echt gefährlich. Also meistens kommt zwar gegen Ende noch ein Late Game Sweep, aber also meine Ein-Part-Analyse, mehr ist es ja nicht. Übrigens, Angriff lohnt sich nicht wirklich. Das ist einfach nur, um Verteidigung zu kontern. Stand irgendwann 2015 bis 16. Oh cool, ich habe Kill bekommen. Gegen den Bären-Profi-Kleckser. Ne, also so ein Bomberman mit Story oder so haben wir bekommen. Bin ich gespannt drauf. Ich denke nicht, dass es der vom Hocker reißende Titel wird. Dafür haben wir Super Mario, dafür haben wir Mario Kart, dafür haben wir Zelda, dafür haben wir immer noch Xenoblade Chronicles 2. Auch wenn, ja, Grafikstil mir nicht gefällt, wird trotzdem ein super Titel, denke ich. Und Bomberman wird mehr so ein Nischentitel. So ein Titel, den man zwischendurch mal spielt, wenn man irgendwie gerade nicht weiß, was man anderes spielen soll. Aber das macht das Spiel ja nicht unbedingt schlecht. Ich meine, dafür wird es höchstwahrscheinlich auch nicht so teuer sein. Also voll 60 € Bomberman. Ja, nee. Ganz ehrlich, nee. Wenn es umfangreich ist, kann man sich's dann vielleicht holen, aber nicht angebracht. Außer ihr bringt irgendwie 10 verschiedene geile Modi.
dann passt das natürlich, aber ansonsten... Was habe ich eigentlich immer noch mit Tintenball? Mick und sein Gedächtnis. Mick 5 kann sich etwas mehr, länger als eine Minute merken. Okay, ich versuche mich einfach hinter dem Mittelstück so lange wie möglich zu verstecken. Und jetzt hätte ich gern Kill mitgenommen, schade, aber 57 ist so ein Score, von dem ich gesprochen habe. Es ist kein Score, der unknackbar ist. Es ist auch kein Score, der sonderlich schwer zu knacken ist. Ich meine, das war jetzt ein Spielzug, der noch nicht mal wirklich ausgespielt war. Aber es reicht halt aus. Verdammt, ich wollte gerade nachladen. Das muss jetzt passen. Okay. Sehr schön. Ich glaube, ich baue mal einen Support-Wall auf. In Halbdefensiven. Jetzt haben wir den Turm. Und ich probiere einfach nochmal zu pushen. Mal gucken, ob wir irgendwas reißen. Es ist zu viel blau. Wir kommen nicht durch. Das sehe ich jetzt schon. Wir werden nicht durchkommen. Ist einfach viel... Oh! Können wir unseren Score verbessern? Nope. Kann es sein, dass in der letzten Minute der Turm schneller ist? Hab irgendwie gerade so den Eindruck. Falls ja, müsste ich das wissen. Falls nein, keine Ahnung, wieso ich darauf komme. Aber ich habe gerade irgendwie den Eindruck. Ich denke nicht, dass es so ist, weil das wüsste ich dann schon. Ich habe das Spiel eine Zeit lang relativ aktiv gespielt. Ich glaube, das hätte ich mitbekommen. Komm, wir bauen einfach nochmal Druck auf. Verdammt, er hat mich mitgenommen. Aber es kam einer angesprungen, damit sollten wir das Spiel haben. Wir können jetzt nochmal unseren Score verbessern. Und ansonsten habe ich den Tintwall, der, wenn ich ihn gut platziert kriege, definitiv jeden gegnerischen Push stoppen kann. Und dort in der Mitte hätte ich genug Zeit gehabt, einen ordentlichen Tintwall aufzustellen. Na dann. Ich merke gerade, dass ich ganz schön überzogen habe. Ob ich den Part ein bisschen zusammencutte? Mal sehen. Also ihr habt's gesehen. Wie ich es auch immer gemacht habe. Ich freue mich wie immer sehr über eine positive Bewertung. Schreibt mir Wünsche zu weiteren Videos von Random Wii U Gaming in die Kommentare. In die Kommentare. Und ansonsten eure Meinung zur Nintendo Switch. Und wenn ihr irgendwas anderes in die Kommentare schreiben wollt, immer her damit. Ich mag Kommentare. Sonst Likes und alles sind auch nicht gerade ungern gesehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.